obwohl noch so viele Leute einströmen, was ja wunderbar ist, tun Sie das bitte. Wenn wir einfach schon mal anfangen, ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen, mitten am Tag, toll, dass Sie sich die Zeit hierfür nehmen. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Herzlich willkommen in alle Richtungen. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. In den letzten Monaten fanden ja viele Veranstaltungen rund um das Thema statt, wenn auch durch die Pandemie. Das versteht sich ein wenig anders als möglicherweise angedacht. Aber ich selbst, ich muss sagen, ich bin doch erstaunt, was alles auf den Weg gebracht worden ist. Da kommen wirklich die unterschiedlichsten Dinge von den unterschiedlichsten InitiatorInnen. Das finde ich ganz wunderbar. Mein Name ist Shelly Kupferberg. Ich bin freie Journalistin, Moderatorin, durfte dieses Jahr auch in vielen Veranstaltungen bisher begleiten und habe auch meine eigenen Erfahrungen machen dürfen. Um all das soll es auch heute gehen, denn am Ende dieses Jahres ist es für uns ein ganz guter Anlass, heute mal in einer Runde mit unterschiedlichsten Menschen, allesamt auf ihrem Gebiet ExpertInnen, uns auszutauschen, Erfahrungen sammeln, eine Art, ja, Zwischenbilanz würde ich es einfach mal nennen, zu ziehen. Denn glücklicherweise wird ja auch dieses Motto, ja, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland noch ein bisschen verlängert, pandemiebedingt, aber ich glaube auch durchaus, weil es Anklang findet, weil es auf Interesse stößt. Es wird also noch das erste Halbjahr des Jahres 2022 stattfinden können. Welche Fragen hat dieses Jahr nochmal mit sich gebracht, wenn es um das Lebensgefühl von jüdischen Menschen in diesem Land in dieser Zeit geht? Welche Fragen der Zeit, welche Zeitfragen nochmal ganz deutlich gemacht? Ich freue mich sehr genau darüber, mich auszutauschen heute mit Sharon Adler, mit Miron Mendel, mit Deckel Peretz, mit Anastasia Pletuchina und mit Andrei Kovac. Und ich werde Ihnen natürlich all diese ProtagonistInnen noch ein wenig ausführlicher vorstellen. Aber zunächst würde ich ganz gerne für diese Art von Eröffnung noch auf etwas anderes hinweisen. Übermorgen am 11. Dezember, da findet dieses Jahr zu 1700 zu einer Art Höhepunkt. Das ist nämlich der Tag, an dem vor genau 1700 Jahren der römische Kaiser Konstantin ein Gesetz erließ, das eben besagte, dass Juden städtische Ämter in den Kurien, also den römischen Stadträten, begleiten durften und sollten. Und das ist ja genau auch Anlass gewesen, um dieses Festjahr loszutreten. Und der Trägerverein des Festjahres hat für diesen Tag auch eine ganz spezielle Aktion vorbereitet, die sich dann nennt Flagge zeigen für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus. Im ganzen Bundesgebiet werden dazu hoffentlich zahlreiche Flaggen im Wind wehen. Und bevor wir miteinander ins Gespräch kommen, darf ich nun Andrei Kovac in unseren Reihen begrüßen, den leitenden Geschäftsführer des Vereins 321.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V. Und lieber Andrei, du hast das bundesweite Fest ja wirklich schon vor geraumer Zeit, natürlich lange bevor es dann zu diesem Jubiläumsjahr kam, maßgeblich mit vorbereitet und wirst dann auch Teil unserer Runde sein, um auch ein bisschen Resümee zu ziehen. Aber du hast vor allem etwas heute mitgebracht. Was genau ist das? Jetzt müsstest du dich noch unmuten, damit wir dich hören. So, kann man mich jetzt hören? Wahrscheinlich. Danke dir. Ja, erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken und finde auch ganz toll, in dieser Runde da zu sein und sehe auch schon einige Teilnehmer. Das macht mich wirklich sehr glücklich. Tatsächlich, es ist ja das Ziel des Festjahres, war es ja auch ursprünglich, das war es schon im Leitbild, jüdisches Leben heute und auch seine über 1700-jährige Geschichte auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands sicht- und erlebbar zu machen. Das sagt man jetzt sehr oft, man hört es auch sehr oft, aber was bedeutet das eigentlich? Wie kann man so etwas erreichen? Wie können wir Menschen neugierig machen und vielleicht auch ein realistisches Bild jüdischen Lebens in Deutschland darstellen? Mit all seinen bunten Facetten, in vielfältigen Facetten. Und da hatte ich das Glück, sehr, sehr früh Marc Grellert kennenzulernen. Marc Grellert, den ich auch gleich nochmal ganz kurz im Zusammenhang des Films mit vorstellen werde, ist der Macher dieses Films. Und ich habe ihn kennengelernt auf einer Reise und habe eben mit ihm diese Frage besprochen und habe ihn gefragt, könnte man nicht einen 3D-Film produzieren, durch den man 1700 Jahre jüdisches Leben
in dieses Leben eintauchen kann, wirklich erfahrbar zu machen, erlebbar zu machen. Und was bietet sich besser an als dreidimensional, am liebsten sogar Virtual Reality, also ganz so weit haben wir es nicht geschafft leider, aber immerhin da einzutauchen. Und ab da begann eigentlich eine wunderbare Zusammenarbeit mit Marc und auch weiteren, auch natürlich dank der finanziellen Unterstützung des BMI und der Technischen Universität Darmstadt, wo auch Marc tätig ist, konnten wir dann diesen 3D-Film realisieren, den wir gleich präsentieren werden. Aber es ist auch so, die Produktion eines Films ist so ein bisschen wie der Kampf gegen den Antisemitismus. Also wenn überhaupt, dann kann er alleine gar nicht gelingen. Und so ein bisschen war das in dem Film auch. Wir hatten wahnsinnig viele Partner und Unterstützer. Dafür sind wir auch ganz, ganz dankbar. Auch viele Museen, unter anderem das MIQUA hier in Köln, auch das Jüdische Museum Frankfurt in Berlin, auch der Zentralrat der Juden, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden Maccabi, auch um nur einige zu nennen, auch viele nicht-jüdische Organisationen. Da ging es zum einen natürlich auch um die Bild- und die Filmrechte, weil das ist wichtig. Das Ziel ist es ja, dass wir diesen Film auch wirklich zur Verfügung stellen im Rahmen von Veranstaltungen für Unterricht und so weiter. Aber es ging auch um einen sehr intensiven Diskurs. Ich gucke auch immer rüber, Marc ist auch online, ob er nickt oder nicht. Wir haben uns sehr, sehr lange unterhalten darüber auch von der Geschäftsstelle mit Marc und anderen, wie wollen wir eigentlich jüdisches Leben und seine Geschichte darstellen auf dem Gebiet des heutigen Deutschland? Wie kann man das am besten machen? Weil es gibt doch sehr, sehr viele Facetten zum Kennenlernen. Ziel war es ja auch noch, das Ganze in 7 Minuten zu schaffen. Also dieser Film ohne Abspann dauert tatsächlich 7 Minuten und das ist eine wirklich, wirklich lange Zeit. Und es ist viel passiert in dieser Zeit. Und deswegen sind wir ganz stolz, diesen Film jetzt präsentieren zu können. Als Ergebnis dieser Arbeit, einer der ersten Projekte übrigens auch des Festjahres, das haben wir schon in 2019 in Angriff genommen, den gibt es als dreidimensional, also 3D und 2D-Version. Er steht, wie gesagt, frei zur Verfügung. Wir werden vielleicht nochmal gleich darauf hinweisen, wo man ihn abspielen kann. Und kann, wie gesagt, überall verwendet werden. Und ja, ich freue mich jetzt einfach gemeinsam diese Premiere hier in dieser Runde zu feiern und gebe dann auch gerne zurück an Shelly und die Technik. Dankeschön. Genau. Herzlichen Dank, André. Ja, Marc Rellert ist uns aus der Südsee zugeschaltet. Sieht zumindest wunderbar aus. Kleiner Tipp, wer zufällig so eine 3D-Brille gerade zur Hand hat, aufsetzen, das macht dann noch mal mehr Spaß. Es gibt diese 3D- und die 2D-Version. Ach, das sieht schon wunderbar aus. Sie haben Brillen zur Hand. Fein. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir, nachdem wir den Film geschaut haben, nicht nur mit ExpertInnen hier ins Gespräch kommen möchten, sondern auch mit Ihnen, liebes Publikum. Wir haben ja, und das kennen wir inzwischen, glaube ich, alle, die Chat-Funktion vor der Nase hier im Zoom-Programm. Die können Sie fleißig nutzen. Ich werde den Chat im Auge behalten und gerne auch Ihre Fragen oder Anmerkungen so ein bisschen einsammeln. Aber erst einmal, liebe Technik, sage ich an dieser Stelle, Film ab. Köln 2021. Im Herzen der Stadt, direkt am Rathausplatz, finden sich bedeutende archäologische Reste mit römischen und jüdischen Spuren. Hier wird zurzeit ein neues Museum gebaut. Das MIQUA. An diesem Ort standen die mittelalterliche Synagoge und zuvor der römische Statthalterpalast. Einer der Repräsentationsbauten im römischen Köln. Irgendwo in der antiken Stadt befand sich auch das Senatsgebäude. Wohl von dort kam im Jahre 321 eine Anfrage an Kaiser Konstantin in Rom. Können Juden in den Stadtrat berufen werden? Die Antwort des Kaisers? Durch reichsweit gültiges Gesetz erlauben wir allen Stadträten, dass Juden in den Stadtrat berufen werden. Dieses Gesetz, vor 1700 Jahren erlassen, gilt als erster schriftlicher Hinweis auf jüdische Anwesenheit im heutigen Deutschland.
Sonst existieren aus so früher Zeit nur wenige Spuren. Beispielsweise eine Öllampe aus Augsburg mit der Abbildung einer Menorah, des siebenarmigen Leuchters aus dem Jerusalemer Tempel. Hergestellt wahrscheinlich im 4. Jahrhundert. Oder eine ähnliche Lampe aus Trier, um das Jahr 400. Ob Juden oder Nichtjuden diese Gegenstände benutzten, ist aber unklar. Erst ab dem 11. Jahrhundert werden die Zeugnisse jüdischen Lebens zahlreicher. Prachtvolle Bücher, aufwendig verziert, und Synagogen, wie in Worms, Speyer und Köln. In Köln lebte die jüdische Bevölkerung in der Nähe der Synagoge. Öffentliche Gemeindebauten und private Wohnhäuser stehen dicht an dicht. Kulturelle Blütezeiten, aber auch Pogrome durch Christen kennzeichnen die Zeit. Gegen Ende des Mittelalters weisen viele Städte Juden aus. Zahlreiche neue Gemeinden gründen sich auf dem Land. Bis 1933 über 1400 auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Einzigartig in Westeuropa. Im 18. Jahrhundert, in der Zeit der Aufklärung, dürfen Jüdinnen und Juden in die Städte zurückkehren. Sie errichten im 19. Jahrhundert große Gebetshäuser. Die Aufklärung ermöglichte auch vermehrte Teilhabe am wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Leben. Als Hitler 1933 an die Macht kommt, zählt die jüdische Gemeinschaft in Deutschland über 500.000 Menschen. Im November 1938 brennen im Deutschen Reich die Synagogen. In über 1000 Orten organisieren die Nazis die Zerstörung jüdischer Gebetshäuser. Bereits zuvor hatten die immer weitergehenden antijüdischen Maßnahmen und Entrechtungen mehr als 200.000 Jüdinnen und Juden dazu getrieben, Deutschland zu verlassen. Bis zum Auswanderungsverbot im Oktober 1941 gelingt noch Zehntausenden die Flucht. Dann beginnen die Deportationen. Insgesamt etwa 6 Millionen europäische Jüdinnen und Juden werden systematisch ermordet. Das deutsche Judentum wird vernichtet. Nach Kriegsende befinden sich zwischenzeitlich fast 150.000 Juden unter dem Schutz der Alliierten in Deutschland. Die meisten kommen aus Osteuropa und warten in sogenannten DP-Camps auf die Ausreise in ein anderes Land. Etwa 18.000 Juden haben in Deutschland überlebt, viele versteckt, wie Valentin Sänger, die meisten aber aufgrund nichtjüdischer Ehepartner oder Elternteile. Rund 9.000 sind aus Lagern zurückgekehrt. Bleiben werden bis 1949 aber etwa nur 16.000. Jüdische Gemeinden entstehen neu. 1950 gründet sich der Zentralrat der Juden in Deutschland. Auch neue Synagogen entstehen bereits in den 50er und 60er Jahren. Antisemitismus ist nicht verschwunden. 1963 rückt die Shoah mit dem Auschwitz-Prozess in die öffentliche Debatte. Öffentlicher werden auch die Debatten um Antisemitismus. Mit dem Bau des jüdischen Gemeindezentrums in Frankfurt ist die Absicht verbunden, zu bleiben, aber auch die Hoffnung auf Sicherheit. In der Stadt am Main öffnet 1988 auch das erste jüdische Museum Deutschlands. Weitere, wie in Berlin, folgen. Mit der Einwanderung aus Osteuropa erstarkt jüdisches Leben in Deutschland. Von etwa 30.000 Jüdinnen und Juden 1978 auf heute etwa 150.000. Bunt, vielfältig und laut.
Jetzt ist die Stummschaltung aufgehoben. Sehr schön. Soweit also der Film. Vielen Dank fürs Mitbringen. Lieber André, was passiert denn jetzt mit diesem Film? Wo soll der überall gezeigt werden? Wer hat die Möglichkeit, darauf zuzugreifen? Ja, also da wir das ja als gemeinnütziger Verein produziert haben und auch mit den entsprechenden Mitteln finanziert haben, steht dieser Film wirklich außer kommerzieller Nutzung natürlich jedem frei zur Verfügung, zur Nutzung. Also im Rahmen von Veranstaltungen, im Rahmen von Bildung, schulischen Aktivitäten, wenn es denn gewünscht ist, aber auch im Rahmen Berufsbildung, im Rahmen von Foren, Diskussionsforen, also kann wirklich jeder frei nutzen. Auch gerne natürlich im Rahmen der Veranstaltungen, die noch stattfinden, im Festjahr, also wirklich zur freien Verfügung und sowohl 2D als auch 3D. Dafür sind die Bildrechte entsprechend und die Filmrechte auch in dem Film ausgelegt. Und ich glaube, alle, die daran beteiligt waren, sind sehr dankbar darüber, wenn wir diesen Film auch breit verwenden werden. Sehr schön. Und es wurde auch im Chat jetzt gerade nochmal die Internetadresse eingeblendet, wo diese Filme abrufbar sind. Sehr schön. Ja, liebes Publikum, dann starten wir einfach mal in unseren Austausch an dieser Stelle. Und wie gesagt, gerne mit Ihnen. Der Chat ist für Sie freigeschaltet, wenn immer Sie irgendwie was haben, was Sie interessiert. Fragen, Anmerkungen, dann bringen Sie sich gerne ein. Und jetzt nochmal ganz offiziell möchte ich Ihnen die Menschen vorstellen, mit denen wir uns austauschen wollen. Ich freue mich sehr, dass Anastasia Pletuchina heute bei uns ist. Liebe Anastasia, ich erlaube mir wirklich, dass du in allen Fällen heute, weil wir uns aus vielen Zusammenhängen kennen, nicht nur aus dem Jahr 1700, aber auch Anastasia ist in Moskau geboren, in Lübeck aufgewachsen, hat eine spannende Familiengeschichte. Von Hause aus ist sie promovierte Sozialpädagogin, jüdische Aktivistin und Direktorin der Aktivitäten von Jewish Agency for Israel in Berlin. Sie betreut dort unter anderem das Projekt Nevatim. Was das genau ist, darüber später mehr. Schön, dass du da bist, Anastasia. Sharon Adler begrüße ich des Weiteren ganz herzlich. Sie ist in Deutschland, Holland und Israel aufgewachsen, ist eine ganz wichtige Stimme in Sachen jüdisches Leben und das schon seit vielen Jahren. Sie ist Fotografin, Journalistin und Gründerin des Frauen-Online-Magazins Aviva. Ich hoffe, Sie kennen es. Wenn nicht, bitte aufschreiben und nach diesem Talk sich anschauen. Ist Vorstandsmitglied der Stiftung Zurückgeben und in ihrer Arbeit hat sie es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, ja, weiblich-jüdische Stimmen sichtbar zu machen. Der Kampf gegen Antisemitismus ist bei ihr auch ganz groß geschrieben und sie wurde für ihr Engagement unter anderem mit dem Berliner Frauenpreis vor einigen Jahren ausgezeichnet. Schön, dass du heute die Zeit für uns hast, liebe Sharon. Dekel Peretz ist bei uns, Historiker, unter anderem Vorsitzender des Jüdischen Zentrums Synagoge Frenkel, UFA e.V. Er hat mit anderen Engagierten dort einen neuen Ort für Berlin und nicht nur Berlin geschaffen, einen Ort des Miteinanders, der Weltoffenheit, des Zukunftsoptimismus, wie es heißt, ein Ort für die Sichtbarkeit jüdischen Lebens inmitten in Kreuzberg, einem großen und sehr multikulturellen Bezirk und das schon seit Jahrhunderten, muss man sagen. Und genau diese Tradition, der nimmt sich dieser Verein an, eben auch tatsächlich multikulturell zu sein und für jeden offen. Und in seiner wissenschaftlichen Arbeit, auch das finde ich für uns sehr interessant, erforscht er in jüdisch-muslimischen Communities auch Zusammenhänge, Zusammenleben, vielleicht darüber auch ein bisschen später. Mehr ist vor vielen Jahren aus Israel nach Deutschland gekommen. Hallo Dekel, schön, dass du bei uns bist. Meron Mendel möchte ich Ihnen ganz herzlich vorstellen. Publizist, Historiker, Pädagoge, Professor für soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences. Seit vielen Jahren, seit 2010 Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, die tatsächlich als Stadtteilverein begonnen hat, inzwischen ein ganz beträchtlicher, wichtiger und großer Ort des Denkens, des Austauschens, der historischen Bildung geworden ist. Migrationsgesellschaft, Erinnerungskultur und Identitätspolitik, das sind die Themen, die im Zentrum seiner Arbeit stehen. Und dazu hat er auch sehr viele wichtige Publikationen vorgelegt und äußert sich tatsächlich auch immer wieder in den Medien zu aktuellen Themen. Meron, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Und Andrej Kovac hatte ich Ihnen bereits
vorgestellt, heute in seiner Funktion natürlich als Geschäftsführer des Vereins 1700, der unglaublich viele Veranstaltungen mit auf den Weg gebracht hat. Euch allen nochmal toll, dass ihr dabei seid. Ich würde ganz gerne erst einmal ein wenig resümieren mit euch, wie ihr dieses Jahr tatsächlich erlebt habt, dieses 1700. Ich wusste überhaupt gar nicht, kann ich ja erstmal persönlich sagen, was mich da so erwartet. Und bin doch, muss ich sagen, sehr erstaunt, auf welchen und wie vielen Ebenen zu jüdischem Leben in Deutschland gearbeitet worden ist und nachgedacht worden ist. Das habe ich so gar nicht erwartet, auch wenn ich wusste, dass ganz viel auf den Weg gebracht worden ist. Aber tatsächlich staune ich immer wieder, wenn ich sozusagen das Label lese, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, unter irgendeiner Veranstaltung, auf irgendeinem Plakat. Da gibt es doch schon eine ganze Menge. Wie war das für euch persönlich, Anastasia? Wie hast du dieses Jahr wahrgenommen? Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, jetzt hier zu sein. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch erstmal so ganz unterschiedliche Gefühle ganz zu Beginn, weil ich dachte, Mensch, das ist ja spannend. Ich bin selber aus einer in einer Kleinstadt aufgewachsen in Lübeck und habe dort jetzt gleich zu Beginn des Jahres ein Riesenplakat gesehen. Wir sind hier, wir wollen jetzt ganz viel zum Thema jüdisches Leben machen. Und ich glaube, das ist eine Chance gerade für kleinere Orte und Gemeinschaften gewesen, sich mit der eigenen jüdischen Geschichte auseinanderzusetzen, und zwar auf sehr vielen Ebenen. Und ich fand das auch ganz toll, dass es ja auch eine Möglichkeit war, nicht nur für Juden und Jüdinnen sich mit jüdischen Themen auseinanderzusetzen. Und das war, glaube ich, auch ganz besonders daran, dass das jetzt nicht nur im Rahmen von jüdischer Bildung und jüdischem Engagement Thema wurde, sondern viel breiter gefasst wurde und das so quasi zu so einem allgegenwärtigen Hashtag geworden ist. Das fand ich eigentlich ganz positiv. Und ich bin einfach gespannt, wie das dann nachwirkt, weil ich denke, mit einem Jahr ist es nicht getan. Ein Jahr ist schnell um und ich bin eher neugierig, wie es gesellschaftlich weitergeht. Ob das quasi so ein Festival war und vielen Dank, alle sind entlassen, oder ob es dann wirklich Wurzeln schlägt und die Brisanz der ganzen Thematik nachhaltig weiterträgt. Die Brisanz der ganzen Thematik, sagst du gerade, klar, all das ist nicht losgelöst von tatsächlichen Realitäten, mit denen wir es in Deutschland zu tun haben, Stichwort Antisemitismus und antisemitische Gewalttaten, gar keine Frage. Ja, der Nachhall dessen, der beschäftigt uns, glaube ich, alle. Sharon, wie hast du dieses Jahr wahrgenommen in Sachen 1700? Wie habe ich das wahrgenommen? Also zunächst mal der Titel. Also ich bin ja eine, die textet, deswegen lese ich also Texte, Buchstaben, Worte. Das gehört eben einfach zu meiner Arbeit. 1700 Jahre, das war für mich erstmal die Assoziation oder der Gedanke vielmehr oder die Frage für mich danach, warum wird jetzt dieses Fest, ja, warum wird es an dieser Zahl festgemacht? Weil im Prinzip gab es ja jüdisches Leben schon vor diesen 1700 Jahren und wir alle jüdische Leute, die tatsächlich mit vielen, vielen Zuschreibungen in ihrem auch Alltag leben müssen, die wissen jetzt vielleicht in dem Moment, was ich meine. Ich hoffe, ich kann das jetzt so auch rüberbringen. Ich habe mich einfach gefragt, ist es jetzt nicht doch auch eine Zuschreibung von außen? Weil im Prinzip ist es ja, dieses Festjahr begründet sich ja eben auf diesem historischen Datum, aber eben durch Kaiser Konstantin und eben nicht aufgrund einer Initiative jüdischer Menschen, die sagen, wir leben hier seit, man weiß es nicht genau, vielleicht 2000, vielleicht seit 3000 Jahren. Nichtsdestotrotz, natürlich war ich gespannt und ich muss auch sagen und würde mich da auch gerne anschließen, also ich habe viel, viel von Berlin auch aus und auch gerade in diesem Corona-Jahr kennengelernt,
von kleineren jüdischen Gemeinden eben einfach bundesweit. Also ich habe heute Abend noch einen Vortrag in Süke, das ist ganz oben hoch im Norden. Und ich, ehrlich gesagt, ich hatte vorher in meinem Leben noch nie von Süke gehört. Und was da halt eben tatsächlich alles passiert. Und ja, was Anastasia gesagt hat, es erreicht eben auch viel nicht-jüdische Menschen. Es gibt ja, gab ja so viele Veranstaltungen auch in diesem Jahr, dass ich glaube, dass einfach auch eine Vielfalt jüdischen Lebens durchaus sichtbar geworden ist. Dennoch habe ich auch immer so meine Bedenken oder meine Befürchtungen, sagen wir es mal so, meine Befürchtungen. Ich habe ganz gerne auch mal ab und zu angemerkt, dass man ja im Prinzip neben all dem Feiern 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland genauso auch einen Titel wählen könnte von 1700 Jahre Antisemitismus in Deutschland. Ja. Punkt erstmal. Ich danke dir sehr. Das ist ein Gedanke, den ich von unglaublich vielen Jüdinnen und Juden gehört habe zu diesem Jahr. Und klar, es ist eine Geschichte, die auch von Gewalt, eine Gewaltgeschichte natürlich geprägt ist. Ich glaube auch, dass das gar nicht ausbleibt, das zu thematisieren in fast jeder unserer Veranstaltungen. Deckel, auch dich frage ich. Gerade als Historiker könnte ich mir vorstellen, hast du auch ein bisschen über dieses 1700 nachgedacht. Aber wir haben ja auch gerade gehört, es ist auch eine Bereicherung insofern wiederum gewesen bei allen Fragen, die sich so stellen, um eben so eine Sichtbarkeit der Vielstimmigkeit jüdischen Lebens in Deutschland aufzuzeigen. Und da gehört, glaube ich, euer Verein definitiv dazu. Also wie hast du dieses Jahr für dich, für euch wahrgenommen? Hören wir dich noch nicht, lieber? Ja, jetzt bin ich da. Ja, danke für die Frage, schön hier zu sein. Und ich möchte mich beide meine Vorgängerinnen anschließen. So wie Sharon habe ich am Anfang gedacht, 1700 Jahre ist ja künstlich, es kommt von Kaiser Konstantin. Aber über das Jahr, als mehr rauskam, über die historische Gegebenheit, diese Edikt, finde ich, dass es schön ist, dass an diese Edikt ist, dass es nicht wirklich ein Anfangspunkt von 1700 Jahre jüdisches Leben, sondern in dem Edikt geht es um die Bekleidung von Staatsämtern. Also eine neue Phase vom jüdischen Leben im Römischen Reich, aber im heutigen Deutschland. Und das bringt mich auch zum Nachdenken, oder hat mich in diesem Jahr zum Nachdenken gebracht, wo wir jetzt sind eigentlich als jüdische Gemeinschaft in Deutschland. Wir reden oft von Antisemitismus, sollten wir aber auch von die Position oder wo gehen wir hin als jüdische Gemeinschaft in die Integration, in Bekleidung von Staatsämtern, von offiziellen Positionen in dem Land. Und ich finde, diese Edikt kann auch eine Inspiration sein in eine gewisse Richtung. Mhm. An der persönlichen Ebene fand ich, dass André, du hast unser Jahr gerettet. Als wir 2020 davon gehört haben, dass es diese 1700 Jahre, da waren wir auch als Verein, auch als Leute, die viel mit Kultur und Gemeindeleben sich beschäftigen, in eine tiefe Krise aufgrund der Covid. Und plötzlich kamen diese 1700 Jahre. Ich weiß, sie haben das nicht geplant, so dass es so wird, aber plötzlich war es ein Lichtblick. Da war eine Möglichkeit, okay, 2021 kommen wir zurück und kommen wir aber mit Wucht in das öffentliche Leben. Und ich fand es, wie Nastja gesagt hat, sehr schön, dass wir ermutigt wurden, da draußen zu sein, an die breite Öffentlichkeit zu gehen. Und dank der Unterstützung von 1700 Jahre haben wir die Gelegenheit, dieses Jahr mit zwei großen Kulturprogrammen anzufangen, die wir hoffen, die auch weitergeführt werden. Auch zur Frage von Nastja. Wie natürlich ist natürlich eine große Frage. Wir haben dieses Jahr ein Freiluftkino angefangen im Garten von der Synagoge am Frankenhofer und damit die Etablierung dieses Ort als ein Ort der Kultur in Berlin, in ein Ort für die Öffentlichkeit weitergetrieben. Und wir haben auch ein neues Kunstprojekt, das heißt Laber Berlin, angefangen. Das ist ein Künstler-Fellowship, wo jüdische Künstlerinnen und Künstler aus
dem ganzen Land, aber vor allem Berlin und der Umgebung, gemeinsam jüdische Texte studiert haben. Wir hatten insgesamt 8, da hatten wir 110 Bewerbungen aber dafür. Und wir haben damit öffentliche Ausstellungen, Performances gemacht. Und wir hoffen wirklich, dass das jetzt ein erster Schritt in die Etablierung für das jüdische Zentrum Synagoge Frankhofer als eine neue Kulturinstitution in Berlin aufzubauen. Und dafür bin ich wirklich dankbar, André. Du hast auch hier zwei ganz wichtige Dinge genannt, Deckel, dankeschön. Die Repräsentationsfrage, jüdische Perspektiven sozusagen im öffentlichen Leben, finde ich ein ganz großes, ein ganz wichtiges Thema. Und zum Zweiten hast du gerade skizziert, wie sozusagen aus 1700 auch Plattformen entstanden sind. Ich könnte mir vorstellen, viele von denen sind keine Eintagsfliegen, zumindest würde ich es mir wünschen, wenn du sagst Freiluftkino und wenn du von dem Fellowship redest, das sind ja Dinge, die hoffentlich dann auch weitergehen. Auch an dich die Frage, Meron. Du hast ja als Mitglied der Jury auch für die Auswahl der Projekte im Festjahr 2021 mitgearbeitet und mitgesichtet, was da so eingegangen ist und mit ausgewählt. Wenn du jetzt so eine erste Bilanz ziehst, wie ist es dir ergangen in diesem Jahr 1700? Was hat sich da für dich so ergeben? Ja, danke, Sharon. Shadi, sorry. Zum einen, ich sehe, das ist ein großer Erfolg, wenn ich erinnere an unsere erste Runde der Jury, dann gab es vor allem oder fast ausschließlich Bewerbungen aus NRW, sehr viele aus Köln. Und wir hatten uns ernsthafte Gedanken gemacht, ob so ein Projekt überhaupt also so ein bundesweites Projekt sein kann. Und deswegen war es sehr erfreulich, dass in zweite und dritte Runde dann also das Wort hat sich rumgesprochen, da kamen sehr viele Initiativen und das waren nicht nur die regionale oder die bundesweite Ausweitung des Jahres, sondern es war auch die qualitative Steigerung. Also am Anfang hatten wir vor allem, sagen wir so, Projekte, die Judentum so ein bisschen exotisch dargestellt haben oder thematisiert haben aus einer fernen Perspektive. Und dann später kamen immer mehr Projekte, die einmal mehr auf heute und jetzt gebunden sind, zum anderen auch Projekte, die mit jüdischen Communities auch zusammenarbeiten. Also das hat sich sehr viel auch im Laufe dieses Jahres da getan. Natürlich, da muss ich auch nicht zu viel betonen, dass die Pandemie uns in die Quere gekommen. Da, also es ist eigentlich ein Wunder und an dieser Stelle auch meine Bewunderung an André Kovac und das ganze Verein, dass trotz dieser Einschränkungen und Anstrengungen, dass überhaupt zustande gekommen ist. Das ist wirklich eine große Errungenschaft. Und aber nicht ganz euphorisch dazu zu bleiben, ist nur als Feststellung, dass das wurde auch von Sharon am Anfang da auch erwähnt, dass gerade so ein Projekt, ist es bezeichnend, das ist auch so eine deutsche, vielleicht eine deutsche Besonderheit, ist nicht in Mitte der jüdischen Community entstanden, sondern in der Mehrheitsgesellschaft. Und das sage ich gar nicht sozusagen als der Vorwurf an die Mehrheitsgesellschaft, sondern vielmehr sozusagen, wenn das Thema von uns heute ist jüdisches Leben, müssen wir uns in der Community fragen, warum kommen die jüdischen Institutionen, warum kommen nicht die jüdischen Organisationen oder diejenigen, die aktiv sind? Also ich kann ziemlich gerne auch mal mir selbst diese Schuhe. Warum kommen wir nicht selbst drauf, unsere eigene, die deutsch-jüdische Geschichte dann aufzugreifen? Und da gibt es natürlich tausend Gründe, aber ich würde vielleicht eins abschließend aufgreifen. Und zwar, ich denke schon, dass wir in Deutschland schwer tun mit diesen Kontinuitäten. Also der Bruch von 1945 ist so groß, dass die jüdische Community hier, die auch sozusagen von den Menschen selbst nicht an die Geschichte der deutschen Judentum anknüpft. Es gibt, das war auch im Film auch erwähnt, die osteuropäische Zuwanderer, die Israelis,
die russischsprachige und so weiter. Aber was haben wir also mit der 1700 Jahre deutsche Geschichte in Verbindung? Da muss die jüdische Community hierzulande sich diese Frage stellen. Ich danke dir, Miron. Das ist natürlich ein total interessantes Phänomen, was du gerade ansprichst. Ich war vor ein paar Tagen im Jüdischen Museum Berlin zu so einer Art Gesprächsrunde eingeladen mit unterschiedlichsten jüdischen Playern, und wir haben auch darüber nachgedacht, weil es ist festgestellt worden, dass viele, von denen man erwarten könnte, dass sie ins Jüdische Museum Berlin zum Beispiel kommen, um mal zu gucken, wo kann man anknüpfen an alte Geschichten, die es vor 33 in Berlin gegeben hat, die kommen gar nicht. Und die jetzige Leiterin wundert sich darüber, die Hetty Berg, die auch mit diesem Außenblick aus Amsterdam kommt, sie ja drauf schaut, hierher kommt und sagt, wo sind die denn eigentlich alle? Ja, wo sind die? Und interessant ist natürlich auch jemand wie du, der in Israel sozialisiert ist, aber dann zum Studium teilweise nach Deutschland kam, und genauso bei Dekel Peretz ist das der Fall, einfach auch nochmal mit einem anderen Blick sozusagen auf das Deutsch-Jüdische zu schauen. André, auch dich würde ich gerne befragen, als jemand, der schon so lange mit diesem Thema befasst ist, wie du das ja wahrnimmst. Vielleicht hast du auch eine These dazu, zu der Frage, die Miron gerade in den Raum gestellt hat, über die jüdische Community heutzutage und damals vor 33 in Deutschland. Sprechen wir da von den mehr oder weniger selben Communities? Was hast du zu diesem Jahr zu sagen? Ja, danke dir, Shelley. Ja, zuerst mal ganz kurz nochmal als Antwort, weil es klingt ein bisschen so, als ob ich selber dieses Festjahr machen würde. Das ist natürlich nicht so. Ich hatte es eben gesagt, das ist ein Riesenteamwork mit ganz vielen Playern, die involviert sind. Im Übrigen jüdische und nicht-jüdische, und im Übrigen auch gar nicht so einfach zusammenzuarbeiten manchmal, weil man aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf die Sache schaut. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, nochmal zu unterstreichen, es gibt nicht die eine Person, auch wenn man im Leitbild und so weiter sehr involviert ist. Aber ich glaube, es braucht einfach unglaublich viel Unterstützung, um diesen, ich sage es mal, Kampf auch irgendwo zu gewinnen für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus. Ja, meine Perspektive, also ich kann nur eine persönliche Perspektive natürlich mit hineinbringen. Als ich angefangen habe in dem Verein, habe ich mir natürlich als erstes die Frage gestellt, das ist eben angeklungen, was ist eigentlich in den letzten 76 Jahren passiert? So, und natürlich geht man dann auch rein und schaut, was ist vor 45, was ist vor 33 passiert, wie sah jüdisches Leben da aus und wie hat es sich entwickelt? Und da muss man ja erstmal zwei Dinge auch feststellen, die problematisch sind oder die mir zumindest problematisch vorkommen. Wir haben jüdische Menschen, wir haben nicht jüdische Menschen. Wir haben ja ein neues jüdisches Leben, was sich entwickelt gerade. Das ist klar. Wir haben eben über die Immigration aus der ehemaligen Sowjetunion gehört. Ich weiß nicht, wenn man das statistisch hochrechnet, kann man damit rechnen, dass vielleicht noch von 150.000 geschätzten Juden in Deutschland vielleicht noch 2.000, vielleicht 1.500 tatsächlich dieses alte deutsche Judentum wieder aufgreifen können. Der Rest von uns hat Migrationshintergrund. Das heißt, wir sind eine bunte, vielfältige Gesellschaft mit Migrationshintergrund. Das heißt, es bildet sich ein neues jüdisches Selbstbewusstsein gerade aus. Und ich glaube, wir befinden uns da in einer sehr interessanten Phase, haben aber wiederum 76 Jahre hinter uns, die auf der einen Seite auch viel von Misstrauen geprägt war, von vielen. Ich kenne das auch von meinen Eltern und von anderen. Die waren einfach misstrauisch, auch der Vergangenheit wegen natürlich. Sie hatten auch teilweise Angst, aufzufallen. Das war immer mein Eindruck. Auf der anderen Seite haben wir viele nicht-jüdische Menschen, wenn wir mal den latenten oder den sichtbaren Antisemitismus weglassen. Das ist ein anderes Thema. Aber es gibt auch die, die eben nicht antisemitisches Gedankengut in sich tragen, zumindest 3/4 der Menschen. Und da ist oft, sehe ich oft die Angst, etwas Falsches zu sagen in der Kommunikation. Das führt natürlich in der Kombination dazu, dass es ein so ein bisschen verkrampftes Miteinander gibt. Das verhindert ein bisschen dieses Weitergehen, das Arbeiten einer gemeinsamen Zukunft. Und das ist eigentlich das, was wir versuchen jetzt anzustoßen. Wir wollen gar nicht so sehr auch nur in die Geschichte reingehen. Wir wollen auch nicht dort anknüpfen, wo wir vor 1933 aufgehört haben vielleicht. Sondern wir wollen einfach unterstützen, dieses Gemeinsame, und schauen, dass wir das den Diskurs entkrampfen, um es ganz deutlich zu sagen, in den öffentlichen Raum gehen, raus aus den Räumen, die wir bisher hatten, die ja auch teilweise sehr geschlossen sind und sehr klein, raus auch in den öffentlichen Raum, wie jetzt am Samstag. Das Ziel ist es, auch in den öffentlichen Raum zu gehen, bevor Kritik kommt. Es ist Schabbat, deswegen haben wir es heute eröffnet. Deswegen werden die Fahnen auch heute schon gehisst, damit Schabbat die Fahnen dann schon hängen.
Und wir versuchen da eben gemeinsam an die Leute ranzugehen und eben mehr Menschen für jüdisches Leben zu interessieren und auf der anderen Seite aber auch jüdischen Menschen ein Selbstbewusstsein zu geben, einfach nach außen zu gehen, sichtbar zu werden. Und so wie es mir eine Person genannt hat, ein Vorstand aus einer jüdischen Gemeinde, die hat mir gesagt, das ist das erste Mal seit 76 Jahren, was ihr bewusst ist, dass die jüdische Gemeinschaft in den öffentlichen Raum geht. Das haben sie sich früher nie getraut. Und das war eigentlich wirklich ein Traum, so etwas zu hören, weil genau das wollen wir erreichen. Das ist unglaublich stark, was du gerade gesagt hast, lieber André. Ich würde jetzt an dieser Stelle Folgendes machen. Kurz mal die Gruppe teilen, mit der wir jetzt sprechen. Zufällig weiblich, männlich, aber das ist ja egal. Sharon und Anastasia, die sozusagen hier in Deutschland aufgewachsen, sozialisiert sind zum großen Teil. Über das Lebensgefühl, über das jüdische Lebensgefühl für euch, was hat sich verändert? Was beobachtet ihr als zweite, dritte, vierte Generation, je nachdem? Ich sage auch vierte, weil Anastasia, du mit dem Projekt Nevatim bei der Jewish Agency for Israel ja auch sehr stark beobachten kannst. Das ist sozusagen ein Empowerment-Plattform, die ihr gegründet habt, um Startups sozusagen zu helfen, zu empowern, aber auch das nötige Rüstzeug zu geben, um tatsächlich durchzustarten. Das sind jüdische Startups in allen möglichen Bereichen und ihr gebt dafür Geld, aber auch das Know-how sozusagen. Und da kannst du ja auch beobachten, was so 20-jährige jüdische Menschen heutzutage, wie die so ticken, wie die drauf sind in Bezug auf Deutschland, Sharon, die als Second, Third Generation da noch vielleicht auch ein ganz anderes Lebensgefühl mitgebracht hat. Auch an dich die Frage, was du dazu beobachtest. Und auf der anderen Seite würde ich dann ganz gerne Deckel und Meron in einem zweiteren fragen, die ein bisschen auch die Außensicht durch ihr Israelischsein haben. Wie krampfhaft empfindet ihr tatsächlich das Thema Jüdischsein in Deutschland? Und wie erklärt ihr euch das? Sicherlich aufgrund der Geschichte. Aber wie erklärt ihr euch, dass dieser Krampf und dieses vielleicht auch unsichere und diese Beklommenheit, die ich zumindest oft spüre in diesem Thema, warum ist die immer noch da und wie hat die sich gewandelt? Das sind also jetzt zwei Fragen. Die Männer können noch kurz nachdenken. Und an Anastasia und Sharon würde ich gerne fragen, Sharon, wie hat sich jüdisches Lebensgefühl aus deiner Sicht verändert durch die Generationen? Früher lieber nicht auffallen und jetzt selbstbewusst? Fragezeichen. Ist das so? Das ist eine gute Frage und du hast jetzt so viele Punkte aufgemacht, dass ich jetzt erstmal natürlich als gute Jüdin mit einer Gegenfrage zurückantworte. Wie viel Zeit haben wir? Können wir bis morgen sprechen oder soll ich das in 3 Minuten zusammenfassen? Ich bin mit dem Lebensgefühl einer direkten zweiten Generation tatsächlich groß geworden. Das heißt, die Shoah war bei uns zu Hause in unserer winzigen kleinen Familie, also im Prinzip war es wirklich meine Mutter und ich. Meine Großmutter lebte in Israel, meine Urgroßmutter lebte auch noch in Berlin. Das waren wir, das war unsere Familie, mehr gab es da nicht. Die Shoah war immer anwesend. Und ich will jetzt nicht meine ganze Familiengeschichte erzählen, sondern wirklich auf deine Frage eingehen. Aber es war ein Gefühl von tatsächlich, wie soll ich sagen, irgendwo Isolation, also eine religiöse, kulturelle auch Isolation, weil es gab damals noch keine jüdischen Schulen oder Kindergärten in Deutschland. Also ich bin 1962 in Berlin geboren, West-Berlin geboren. Und das war immer so dieses Gefühl von innen und außen. Also es gab so diesen kleinen geschützten Raum zu Hause, der aber eben auch belastet war und traumatisiert natürlich. Also heute weiß man ja sehr viel mehr darüber, über die transgenerationale Weitergabe der Shoah-Erfahrung. Aber damals war das natürlich noch nicht so bekannt und man hat auch nicht wirklich darüber gesprochen, also jedenfalls nicht offen darüber gesprochen. Und da würde ich jetzt schon mal sagen, um jetzt da den direkten Vergleich zu machen, also schon alleine dieses Sprechen darüber und diese vielen Initiativen, die es da auch gibt, wie Amcha oder auch bei Omanut. Und ich denke, das hat schon mal viel tatsächlich verändert, wobei ja dann eben das Trauma nicht verschwunden ist. Aber diese Sichtbarkeit, was ja auch deiner Frage anklang, diese Sichtbarkeit danach, das ist etwas, was ich sehe, dass wir das auch tatsächlich
immer selber, immer wieder selber auch schaffen, also wir als jüdische Leute, oder auch schaffen müssen und da halt eben tatsächlich auch immer Zuschreibung irgendwo, Entgegenwirkung, also Exotisierung oder Vorstellung von, wir müssen jetzt wie, keine Ahnung, Heine dichten können oder wie Einstein denken. Sorry, dass ich jetzt gerade an der Stelle nur Männer benenne. Mir fallen aber auch gleich die Frauen sofort auch ein. Ja, das führt jetzt natürlich viel zu weit weg, aber ich denke natürlich, da hat sich schon viel verändert, wenn ich jetzt an die Generation, also an die dritte und auch an die vierte Generation denke. Das gibt da tatsächlich ein anderes Selbstverständnis. Ich habe eigentlich mein Jüdischsein im Prinzip nie versteckt, aber ich habe auch viel in schulischen Kontexten selber erfahren, wie angefangen damit, dass ich mich, dass meine Lehrerin mich quasi gebeten hat, nett gebeten hat, ich glaube, sie hat es nicht mal böse gemeint, mich also auf den Tisch zu stellen, damit die anderen, eben die nicht-jüdischen Kinder sehen, dass jüdische Kinder so ganz normal aussehen. Und ich glaube, das ist etwas tatsächlich, was prägt. Und ich glaube auch, dass bis heute viele nicht-jüdische Menschen sich eigentlich gar keine Vorstellung davon machen, wenn wir jetzt mal beim Bereich nur Schule bleiben, dass Lernen für viele jüdische Kinder entweder unter einem oder hinter einem Hochsicherheitstrakt stattfindet oder auf öffentlichen Schulen, wo sie damit konfrontiert werden, dass du Jude als Schimpfwort ganz offen irgendwo zum Alltag gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so in Kürze beantwortet. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu sagen, weil ich erlebe ja auch jüdische Sichtbarkeit eben auch in nicht-jüdischen, auch feministischen Zusammenhängen. Und da gibt es auch viel, was mich auch stört, muss ich sagen. Also, und jetzt gerade in dieser gesamten Corona-Phase fehlt mir auch sowas wie ja tatsächlich auch Empathie, Solidarität, wenn ich erleben muss, dass Menschen sich gelbe Sterne anheften und diese ganze Täter-Opfer-Umkehr, die auch ein Riesenfeld jetzt aufmachen würde. Mir fehlt es einfach, mir fehlt die öffentliche Debatte darüber, die sehe ich eigentlich gar nicht, wirklich, außer in jüdischen Zusammenhängen. Da sehe ich sie schon, wir sprechen darüber. Aber ansonsten bin ich da gerade etwas desillusioniert. Ja, ich danke dir. Naja, das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Hinweis auf eine Art von Lebensgefühl im Hier und Jetzt. Anastasia, zu dir nochmal zurück zum Lebensgefühl, was du beobachtest, sozusagen in deiner Funktion auch, in der Jewish Agency for Israel, wo du mit sehr vielen jüdischen Menschen in diesem Land zu tun hast. Genau, also ich knüpfe auch auf jeden Fall an das an, was Frau Adler jetzt gerade hier auch alles angesprochen hat, mit einer vielleicht eine ergänzenden anderen Perspektive an. In vergangenen, ich würde sagen, 10 Jahren hat sich die Landschaft von jüdischen Organisationen und Vereinigungen sehr stark verändert und die sogenannten jungen Juden und Jüdinnen haben jetzt auch ganz andere Räume für sich beansprucht und sozusagen erobert als vielleicht ihre generationale Vorgängerinnen. Ich glaube, auch als Wissenschaftlerin in diesem Bereich, ich habe mich im Rahmen meiner Promotion eben genau mit dem Thema auseinandergesetzt, was sind die Rahmenbedingungen für das steigende Engagement von, das unabhängige sozusagen steigende Engagement von Juden und Jüdinnen in Deutschland befasst und zu sämtlichen sehr interessanten Beobachtungen gekommen. Ich denke, dass allgemein wir jetzt von mehreren Selbstverständnissen sprechen, die sowohl intrinsisch sind, also quasi aus der jüdischen Gemeinschaft hinaus oder innerhalb der jüdischen Gemeinschaft, als auch von außen aus der Gesamtgesellschaft. Und das befindet sich in ständiger Wechselwirkung. Eins der vielleicht sich veränderten Realitäten, und ich muss jetzt einfach vielleicht mit ein paar Ziffern um mich herumschmeißen. Also wenn wir jetzt gerade Berlin als eins der Beispiele nehmen, dann haben wir heutzutage, und da schaue ich auch rechts und links von mir zu Seiten, zu Frau Adler und auch zu Deckel,
die da massiv und sehr aktiv mitwirken. Also heutzutage gibt es an die 60 Organisationen, die neben der etablierten jüdischen Gemeinde zu Berlin aktiv sind, sich einsetzen für jüdisches Leben, Räume schaffen für verschiedene Themen, die auch sich teilweise überschneiden, teilweise sich ergänzen, sich miteinander verbinden. Aber dieses Verständnis von, wir müssen alle unter einer Haube bleiben, hat sich ein Stück weit bei vielen jungen Juden und Jüdinnen aufgelöst. Es kommt daher, dass auch die Vorstellung da ist, ich muss nicht alles, was ich sozusagen an jüdischer Realität brauche, das nur exklusiv an einem Ort erleben. Ich möchte das überall erleben. Ich möchte das erleben, wenn ich ins Theater gehe. Ich möchte es erleben, wenn ich in West-Berlin oder Ost-Berlin bin oder wo auch immer. Nun, Berlin ist nicht nur ein einziger Ort, an dem das stattfindet. Auch insgesamt deutschlandweit, wenn wir jetzt von Nevatim, dem Programm für, du hast jetzt Shelly Startups gesagt, ich musste ein bisschen schmunzeln, also tatsächlich hat es das Gefühl von Startup, an sich sind es aber Bildungsprojekte und Gemeinde- oder gemeinschaftsschaffende jüdische Projekte, das heißt wenig mit Business zu tun, sondern mehr mit wie können wir Räume oder also tatsächliche, also faktische Räume oder aber auch Zusammenkünfte von Menschen kreieren, die sich über verschiedenen jüdischen Themen irgendwie fortbilden wollen und sich damit darüber austauschen wollen. Auch Orte der Selbstermächtigung, wo auch Menschen mit Antisemitismus, also die Menschen, die Antisemitismus erfahren haben, sagen, ja, wo schöpfe ich denn überhaupt Wissen und Kraft, damit umzugehen? Ganz viel. Und heutzutage sind aktiv auch wiederum mehr als 250 Projekte unterwegs, die sowas machen. Und das alles von jungen Leuten. Und ich denke, das ist auch dieser Zeitgeist von, ich habe eine Idee und ich habe Gleichgesinnte. Ich weiß, wo ich sie auf Social Media irgendwie alle finde. Und ganz schnell geht es dann in die Umsetzung, ohne Bürokratie, ohne langwierige politische Auseinandersetzung mit entweder in der Stadt oder auch in der Gemeinde. Und diese Möglichkeiten, diese Tools, die die junge Generation jetzt zur Verfügung hat und aber auch nicht zuletzt durch das Empowerment, durch die Unterstützung von Trägern, wie zum Beispiel die Jewish Agency for Israel, wie zum Beispiel auch durch das Programm Nevatim, was du jetzt auch beschrieben hast, Shelly, dankenswerterweise, aber auch zum Beispiel durch das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk, was die Studierenden, jüdischen Studierenden dafür fördert, dass sie sich engagieren und auch Räume bietet, in denen sie auch andere Zugänge für sich erschließen können. All diese Faktoren verändern so das Selbstbewusstsein und auch das eigene Gefühl für die eigene Wirksamkeit und Möglichkeit, auch ein bisschen Chuzpe zu zeigen nach außen und zu sagen, unsere Eltern haben sich entschlossen, nach Deutschland zu gehen und haben an Deutschland geglaubt und haben sehr viel Vertrauen an das veränderte Deutschland irgendwie gehabt. Und wir lassen uns jetzt nicht einfach so irgendwie vom Platz fegen. Mhm. Und wir sind sehr, und hier nochmal zu der Frage der Kontinuität, und damit schließe ich auch ab. Die Frage der Kontinuität wird jetzt, glaube ich, bei vielen jungen Juden und Jüdinnen gerade zum Thema. Gerade an den Stellen, wir haben jetzt von Migrantinnen und Migranten aus ehemaligen Sowjetunion-Ländern gesprochen. Viele von denen haben inzwischen deutsche Nachnamen, die sie ihren Großeltern sozusagen von ihren Großeltern übernommen haben. Also sozusagen in der eigenen Biografie zurückgegangen sind und haben gesagt, Moment, wir haben aber einen deutschen Namen. Was hat es eigentlich mit unserer Kontinuität in diesem Land zu tun? Und ich glaube, jetzt beginnt auch so die Veränderung der,
des Narrativs von wir sind nicht zugewandert, wir sind zurückgekehrt zum gewissen Punkt. Und das ist auch bei vielen israelischen Deutschen inzwischen aus Israel genauso. Und ich glaube, wir befinden uns einfach in dem Zurückerobern des eigenen Narrativs. Ich danke dir sehr. Das ist eine unglaublich spannende These, die du in den Raum geworfen hast und mich auch zu der Frage bringt, das alles zieht natürlich auch einen Paradigmenwechsel nach sich in unterschiedlichsten Denkstrukturen, unter anderem in der Erinnerungskultur, denke ich mal. Darüber kann Meron sicherlich was erzählen. Aber jetzt habe ich Deckel und Meron erstmal beauftragt mit einer Frage, nämlich zu dieser Beklommenheit, zu dieser Unbeholfenheit, die ich ganz oft spüre. Sind Sie möglicherweise ein Mensch jüdischen Glaubens? Also ihr kennt das sicherlich auch inzwischen alle, Meron und Deckel. Meron, wie erklärst du dir diese Unwissenheit, diese Befangenheit, diese Verkrampfung, diese Unbeholfenheit immer noch? Man könnte ja eigentlich denken, Mensch, also 70, 80 Jahre nach der Katastrophe, könnte sich doch da vielleicht auch was entwickelt haben in Deutschland, was zu einem etwas geschmeidigeren kommunikativen Verhältnis, will ich es einfach mal nennen. Und ich will das gar nicht jetzt verharmlosen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, aber zu einem offenen kommunikativen Verhältnis führen könnte. Wie nimmst du das wahr? Ist das so? Ist das nicht so? Und wenn nicht, warum? Ja, ich würde dir zuerst mal zustimmen. Und Dandine hat das, denke ich, schon vor 30 Jahren in einem ziemlich präzise Begriff dann eingepackt. Dandine redet von negativer Symbiosis. Vor dem Krieg hieß das, das ist auch wieder um die Begrifflichkeit von Gershom Scholem, dass zwischen Juden und Deutschen eine Symbiosis gäbe. Das kann man auch historisch sehr wohl in Frage stellen, aber was Dandine sagt, die Art und Weise, wie die Deutschen sich selbst definieren, muss dann drin dann auch sozusagen eine Aussonderung der Juden und genauso aber auch umgekehrt bei den Juden. Also dass wir, unser Selbstverständnis in Deutschland, also für Juden in Deutschland, wird damit definiert, dass sie nicht zu der Mehrheitsgesellschaft, weil das ist die Tätergesellschaft, und die deutsche Selbstbewusstsein sozusagen nach dem Krieg braucht sozusagen den Juden als eine Bestätigung für die wiedergut gewordene Deutschen. Und dafür brauchen sozusagen die Juden in diese moralische, apostolische Funktion haben. Und was ich sehr in den letzten Jahren wahrnehme, das sind ein bisschen in der unbeholfenen Versuche, übrigens von beiden Seiten, aus dieser negativen Symbiose rauszukommen. Dandine ist deutlich pessimistischer. Er sagt, das wird uns viele Generationen noch begleiten. Ich will das nicht unbedingt das so sehen, also nicht deterministisch. Es liegt immer bei den Menschen dann aus dieser Unbeholfenheit, also diese Verklammheit, dass du, Shelley, beschrieben hast, dann rauszukommen. Dann müssen wir aber auch unsere eigenen Bilder irritieren. Also der Anastasia hat von dieser neuen Narrative gesprochen und das ist genau, was wir brauchen. Wir brauchen diese Gegenüberstellung der Mehrheitsgesellschaft gegen die jüdische Gemeinschaft wird aus meiner Sicht verliert stark, wird also de facto an ihre Eindeutigkeit in den nächsten Generationen verlieren. Wir reden über postmigrantische Gesellschaft, wo auch sehr unterschiedliche Schattierungen gibt. Ich fand es übrigens sehr spannend, ein Aspekt in der Bieler-Czolak-Debatte, ohne um diese Debatte jetzt reinzukommen, aber nur ein Aspekt, der bisher gar nicht debattiert wurde oder diskutiert wurde, ist, dass jemand wie Max Czolek, der drei Großeltern hat, der die sogenannte deutsche Mehrheitsgesellschaft hat und eins jüdische Vorfahren. Also das ist nicht Einzelfall, das sind sozusagen sehr viele solche Biografien, wo wir sozusagen die eindeutige Trennung zwischen der jüdischen Minderheit und der deutschen Mehrheitsgesellschaft immer verwischen und daran ist dann anzuknüpfen. Dabei ist nicht der Aufruf vor einer Assimilation oder dass man verliert die eigene Kulturen als Religionsgemeinschaft, als kulturelle Minderheit. Aber
wir springen sehr, sehr oft auf diese Gegenüberstellung. Ich fand es als Selbsthumor ganz schön, der Zentralrat hatte jetzt im Zuge der Aufruf zur Impfung so eine Sharepig erstellt, wo stand, der Zentralrat ist empört. Geh mal endlich lass euch impfen. Das ist natürlich das Spiel damit, dass sehr oft der Zentralrat gewollt oder ungewollt in diese Mahnerposition gedrängt wird oder sich selbst positioniert. Auf jeden Fall, wir müssen raus aus dieser Position der Mahner, der Besserwisser, diejenige, die Gesellschaft dann zurechtruckt, sondern wir Teil dieser Gesellschaft. Das ist eine Erkenntnis, den wir verfolgen müssen. Und der zweite Erkenntnis ist, dass wir gerade diese Vielfalt, das Anastasias schon so gut dargestellt hat, ist es institutionell noch nicht angekommen in jüdisches Leben. Wir haben unglaublich monolithische, rigide Strukturen, wie jüdisches Leben in Deutschland an der offiziellen Ebene anerkannt wird. Und das ist vielleicht der zweite Take zu Cholak-Bila-Debatte. Es würde uns auch gut tun, dass nicht nur die auf der Grassroot etwas passiert, sondern auch institutionell, dass mehr Stimmigkeit und mehr Pluralität des jüdischen Lebens in Deutschland auf der repräsentativen Ebene auch mehr zur Geltung kommt. Ich danke dir sehr. Da bist du schon sehr wirklich nah dran an dieser Frage, wie kann man Bilder, ich will gar nicht sagen korrigieren, aber sozusagen zeitgemäß etablieren oder neue Wege aufzeigen oder novellieren. Deckel, ich bin gespannt über deine Beobachtungen zum Thema Verkrampftheit. Es wurden jetzt so viele Dinge gesagt, aber sicherlich hast du auch noch mal eine Perspektive darauf. Ja, auf jeden Fall. Ich bringe dann auch die biografische Perspektive, die du nachgefragt hast. Aber zuerst war ich am Anfang nicht sicher, ob du von Verkrampftheit seitens von Mehrheitsgesellschaft oder von jüdischer Verkrampftheit gesprochen hast. Und ich fand es auch gut. Mehrheitsgesellschaft. Ja, ich fand es auch gut, dass Meron diese dialektische eigentlich Verkrampftheit. Also ich verstehe Juden, die hier groß geworden sind, die immer mit der Verkrampftheit begegnet sind, dass sie selbst verkrampft sind in diese Begegnung. Also alle kommen schon in diese Begegnung mit viel Erfahrung von Verkrampftheit, Unbeholfenheit und einfach das Gefühl, dass das so ist und wird auch immer und ewig so bleiben. Und da ist auch ein Vorteil, wenn Leute von draußen kommen, die zumindest nicht so groß geworden sind und nicht so geprägt sind in ihrer Identität. Und auf der biografischen Ebene, ich denke, ich als Person bringe hier zwei Elemente. Einmal natürlich, dass ich aus Israel komme und in eine mehrheitlich jüdische Gesellschaft groß geworden bin. Aber ich bin auch teilweise in New York groß geworden, in eine orthodoxe jüdische Diaspora. Und damit bringe ich auch eine Erfahrung von einem diasporischen jüdischen Mehrheit, in einem Bezirk groß geworden, der mehrheitlich jüdisch war, und ein Verständnis von, was eine andere Art von jüdischer Diaspora aussehen kann, die jetzt nicht geschichtlich ist, sondern zeitgenössisch. Und ich glaube, diese zwei Sachen prägen mein Aktivismus, meine Verbindung zu einer Synagoge als ein Raum, zu Religion. Das kommt von dieser Diaspora-Erfahrung, würde ich auch sagen, und dann aber auch meine Verbindung zur Kultur, in jüdische Kultur, die nicht mit Religion in Verbindung sein müsste, aber dass das sein kann, ohne dass es verkrampft sein wird. Was in Deutschland eh kommt, aufgrund des Neutralitätsgesetzes, dieser Versuch, Religion von der Öffentlichkeit zu trennen, und dann da kommen wir auch zu der Definition. Was ist eigentlich ein Jude, wenn er ist? Ist er religiös? Ist er ethnisch? Was ist das eigentlich? Und da sind gewisse strukturelle Elemente in deutscher Dominanzkultur, die das schwierig machen, überhaupt zu erfassen. Ich glaube, das gilt auch gleichweise für Muslimen oder zur Erfassung von Muslimen und andere Gruppierungen. Also diese Frage der Migration hat mich natürlich sehr lange beschäftigt. Ich bin schon fast 20 Jahre hier, und 2016 haben wir eine Ausstellung gemacht, auch mit Hilfe von Evatim, zu 100 Jahre bestehende Synagoge Frenkelufer.
Und wir haben uns damals auch diese Frage gestellt, was ist eine Kontinuität in einer Synagoge, wo immerhin eine Familie sich auf die Vor-Holocaust-Zeiten in der Synagoge zurückdatieren kann. Aber eine Kontinuität von einer Familie macht keine Kontinuität von einer Gemeinschaft. Und wir haben diese Frage gelöst, indem wir eine Kontinuität durch Migration dargestellt haben. Wir haben so die Geschichte der Synagoge erzählt durch verschiedene Migrationswellen, die kamen und die auch gingen. Und dann kam immer eine neue Migrationswelle in die Synagoge und immer dieser Ort zu einer neuen Heimat selbst gemacht. Und da kam auch in das, was Nastja gesagt hat, diese Zurückeroberung des Narrativs, was ich auch stark trennen möchte von einer Rückkehr. Also es gab da zwei Elemente, einmal von einer Rückkehr zu einem gewissen Deutschtum durch Großeltern, aber ich als Migrant habe gar keine deutsch-jüdische Wurzel. Ich habe jüdische Wurzel von vielen Orten in dieser Welt, aber nicht aus Deutschland und möchte nicht jetzt auch in so ein Narrativ von einer Rückkehr der Juden reinspringen. Ich bringe ganz andere jüdische Traditionen und Elemente in das Gespräch rein, aber trotzdem kommen wir in ein Narrativ, der uns so sieht. Und es geht darum, dieses Narrativ zurückzuerobern. Ich wollte inzwischen diese zwei schönen Begriffe dann einfach Klarheit für alle schaffen. Und diese Zurückeroberung dieses Narrativs, in dem gehört auch dieses migrantische Sein und das postmigrantische, was Meron gebracht hat, dieses, was ich eigentlich erst in den letzten ein oder zwei Jahren wirklich gesagt habe, als Migrant kann ich mich wohl in Deutschland fühlen, weil ich als Migrant hierher gehöre. Es gibt hier ein großes, also ich denke, ein Viertel der deutschen Gesellschaft inzwischen hat Migrationshintergründe. Das hat Vorteile, weil das auch die ganze System hinterfragt. Und in dem Sinn auch das System jüdische Gemeinschaft, jüdische Gemeinden und wie sie denn funktionieren. Nachher hat das schon ausgeführt, inwiefern da Spaces geschaffen wird. Einmal aus Unkenntnis von wie die jüdische Gemeinden, wie die jüdische Welt in Deutschland tickt. Das Strukturelle ist inzwischen noch ein Teil von jüdisches Leben in Deutschland. Und auch dadurch, dass wie ich jüdisches Leben kenne aus Israel, aus den USA, es ist sehr von bottom-up. Also die Synagogen sind von den Mitgliedern geschaffen, bezahlt, finanziert und durchgeführt. Und das ist eine, ja, kann man das sagen, Startup-Mentalität, kann aber einfach eine Aneignung dieses jüdische Strukturen und jüdische Institutionen sein. Und davor haben wir auch im Rahmen von dem Aufbau von jüdisches Zentrum, der eine neue Art von jüdischen Institutionen sein möchte, auch Eruv habe gegründet, das ein Netzwerk ist von mittlerweile 18 jüdische Organisationen, unter denen auch viele Migranten repräsentiert sind. Und es geht darum, diese neue Perspektiven in das jüdische Bildung, Kultur und anderes weiter geschaffen reinzubringen und dann gemeinsam auch stärker zu werden und einander zu helfen. Ich danke dir sehr und ich merke, mit jedem von euch könnte man einen ganzen abendfüllenden, wunderbaren Gesprächskreis machen, weil ihr alle so spannende Gedanken habt und Geschichten. Und ich glaube, lieber Andrei, das, was wir jetzt so nach dieser Runde erstmal merken, ist ja irgendwie auch eine Transformation, die nicht nur weltweit in vielen Bereichen voll im Gange ist und sein muss, sondern eben auch, wenn es um jüdisches Leben in Deutschland geht. Auf der einen Seite Rahmenbedingungen erstmal schaffen, dass Juden Schutzräume finden, wo sie tatsächlich ihr Jüdischsein leben können. Das war sicherlich die Aufgabe der Bundesrepublik nach dem Krieg. DDR-Geschichte stellt sich nochmal ein bisschen anders dar, wie wir wissen. Ja, erst einmal das Ermöglichen und diese zarten Pflänzchen. Aber heute, 70 Jahre später, haben wir eben eine ganz andere Szene, eine selbstbewusste. Und da ist die Frage, wie ist das Spannungsverhältnis zu den bereits geschaffenen Institutionen? Auch das wurde gerade schon
hier thematisiert. Ich würde dich ganz gerne fragen, André, und möchte auch nochmal erwähnen, im Chat ist auch einiges aufgeploppt. Da schreibt zum Beispiel Dietler Stern, danke für die interessanten Beiträge. Und was hier immer wieder auffällt, ist dieses bestimmte Bild von den Juden in Deutschland. Juden, Jüdinnen werden immer gleich gezeigt mit David Stern, mit Menorah. Und diese Vielfalt, die schon so präsent ist, ist oft überhaupt gar nicht medial zu sehen. Ich denke, das Festjahr hat auch sehr daran gearbeitet, genau neue Bilder irgendwie auch zu schaffen, zu zeigen, zu etablieren vielleicht auch, ich weiß nicht, aber die Dietler Stern schreibt auch, sie wünscht sich mehr Natürlichkeit, weniger Ausgrenzung durch Symbolik und Darstellung dieses Bildes. Hier wird auch noch gefragt, ob online ein Hinweis auf die Flaggenaktion am 11. Dezember zu finden ist. Ich bin ziemlich sicher unter der offiziellen Vereins-Webseite. Aber André, zurück zu dir. Also wie empfindest du das? Genau dieser Transformationsprozess, jüdisches Leben wird selbstbewusster. Es gibt neue Narrative in den unterschiedlichen Szenen. Wie sehr sind die denn schon in der Öffentlichkeit angekommen? Wie nimmst du denn das wahr? Wir hören dich gerade nicht. Ich weiß jetzt nicht genau. Bist du denn noch bei uns? So, jetzt bin ich bei euch. Sehr schön, ja. Entschuldigung. Ja, erstmal danke für die Frage. Also es ist sehr, sehr spannend, ein sehr spannendes Thema, weil als wir angefangen haben mit dem Verein 2019, war es tatsächlich so, das hat man an den Pressereaktionen gemerkt. Ich drücke es mal ein bisschen platt aus. Wenn man über jüdisches Leben sprach, hat sich keiner dafür interessiert. Sprach man aber jüdischen Tod, dann waren die Pressemitteilungen sofort da. So, es ist einfach so, es ist auch immer noch eine Tendenz zu beobachten, aber die lässt sich für mich persönlich auch irgendwo erklären. Komme ich gleich zu. Aber man merkt auch eine Entwicklung, dass das besser wird. Das heißt, dass mehr Menschen sich jetzt für jüdisches Leben interessieren. Wobei auch dort frage ich mich immer, was die Erwartungshaltung sein kann. Wir hatten es ja eben gehört, wir machen 0,2% der Bevölkerungsanteil hier in Deutschland aus. Wir können nicht erwarten, dass 99,8% sich täglich intensiv mit dem Thema Judentum befassen. Ich weiß, nicht jeder sagt auch, der möchte das gerne. Also man muss das ein bisschen in Relation bringen, auch mit dem, wie groß diese Minderheit oder diese Gruppe in Deutschland ist. Aber ich glaube, der Gedanke hier ist, es tut sich etwas und wir haben es ja eben auch gehört. Ich habe mich sehr gefreut, das Wort Krampf habe ich öfter gehört. Das ist tatsächlich ein Gefühl, das man immer mitnimmt. Und ich glaube, das lässt sich sehr gut erklären, weil im Prinzip haben wir ja zwei Seiten. Wir haben einmal eine nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft natürlich, die sicherlich oft geprägt ist auch von eigener Last aus der Familie, das darf man nicht vergessen. Auch mit einem schlechten Gewissen irgendwo, weil was in den Familien passiert ist, ist auch nicht gerade leicht zu verarbeiten. Also ich möchte mir auch nicht vorstellen, dass ich einen Urgroßvater hatte, der mit einem Maschinengewehr als SS-Soldat auf den Feldzug ging. Ich glaube, das hätte mir sehr zu knabbern gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe großen Respekt davor. Es gibt dann aber auch natürlich, das haben wir auch gehört, diese etwas romantische, verklärte Vorstellung jüdischen Lebens, dass also Juden Intellektuelle seien, dass sie alle gebildet sind, dass sie alle vielleicht auch sogar ein bisschen in dieses antisemitische Verschwörungsmythen-Narrativ, dass sie reich sind, Einfluss haben, gut vernetzt sind weltweit und so weiter. Und das ist schwierig, ja, weil jüdisches Leben und auch dieser Antisemitismus, er wandelt sich auch wie ein Virus in der Zeit. Auf der anderen Seite sehe ich ein sehr, sehr großes Problem, das haben wir auch angesprochen, der Verortung jüdischer Menschen in der Religion, in der Familie und auch in der Gesellschaft. Also es gibt so ein sehr verschwommenes Bild, was sich im Moment sehr, sehr stark und schnell wandelt. Und dieses Bild war vor einigen Jahren noch gar nicht klar. Also die Identität, ich habe es eben auch schon gehört, hat sich eigentlich gebildet dadurch, dass auch meine Großeltern in Konzentrationslager waren. Wir haben gelitten, wir waren emigriert, wir sind wieder zurückgekommen und so weiter. Das ist natürlich eine Gemeinsamkeit, die jüdische Gemeinde hatte. Das verschwimmt jetzt ein bisschen. Ja, es bildet sich eine neue jüdische Gemeinschaft. Und deswegen finde ich das eine total interessante Erfahrung, was sich jetzt im Moment tut, was die Identität angeht. Und wir hatten auch, ich habe gerade einen Beitrag auch gesehen, einen Textbeitrag, das Problematische, und damit könnte man sich vielleicht ein bisschen mehr beschäftigen, vor 100 Jahren. Ja, wenn wir zurückgehen vor 100 Jahren in die Zeit vor 1933, in die Zeit Ende des 20. Jahrhunderts, auch aus der Zionismus entstand,
entstand gleichzeitig, und das, damit habe ich mich beschäftigt, der Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischer Glaubens. Und dieser Verein, der hat sich damit beschäftigt, als eine Art Zentralverein der Juden zu mahnen, wir haben es eben gehört, und sich mit der Stärkung der eigenen jüdischen Identität zu beschäftigen, weil die Ansicht war, dass nur wer eine starke jüdische Identität hat, kann erfolgreich gegen den Antisemitismus bekämpfen. Das passierte Ende des 20. Jahrhunderts und dieser Verein wurde aufgelöst 1938. Und ich finde es hochinteressant, wie die Publikationen, wie diese Entwicklung damals stattfand, weil sie sehr viele gefühlte Parallelen aufweisen zu heute. Auch wenn es große Unterschiede gibt. Ja, wir haben einmal den Staat Israel, der natürlich drüber steht, den darf man nicht vergessen, aus einer Art Sicherheit. Und wir haben natürlich heute die Situation, dass wir nicht mehr alleine kämpfen müssen, sondern dass wir viele Mitkämpfer haben, also dass es ein gesamtgesellschaftlicher Kampf ist, vor allem aus der Politik. Aber ich finde, und das ist das, was ich auch noch vielleicht in die Runde mitzudenken geben würde, man sollte sich mehr beschäftigen, was haben wir gelernt aus der Zeit vor der Katastrophe, was können wir übertragen auf heute und was kann uns helfen vielleicht, dadurch die Zukunft besser zu gestalten und vielleicht von jüdischer und nicht jüdischer Seite einige Fehler heute nicht mehr zu machen, die wir vielleicht damals gemacht haben. Deswegen auch meine Frage an Meron. Meron, historische Bildungsarbeit bzw. überhaupt pädagogische Konzepte, die beschäftigen euch natürlich auch an der Bildungsstätte Anne Frank ganz massiv. Dafür gibt es euch und ihr habt da ganz viele wichtige, Artikel auch immer wieder in Veröffentlichungen zu herausgegeben, Erinnern, Gedenkkultur in der postmigrantischen Gesellschaft zum Beispiel. Wo siehst du denn da wichtige Stellschrauben? Wo brauchen wir einen Paradigmenwechsel, auch wenn es um die Gedenk- und Erinnerungskultur in Deutschland geht? Denn ich denke, das geht Hand in Hand tatsächlich. Das, was wir oder was, sage ich mal, die Mehrheitsgesellschaft, die nichtjüdische, für Bilder in Sachen jüdische Menschen im Kopf hat und dem, was wir gedenken und erinnern. Welche Vorschläge würdest du machen? Wo anknüpfen? Ja, wir müssen erstmal drei Sachen vor Augen halten. Einmal, die Gesellschaft ist keine deutsche Gesellschaft mehr, nicht mehr sozusagen meine genuin. Also nennt sich deutsche Gesellschaft, aber ist natürlich heterogen zusammengesetzt. Der zweite Aspekt, wir leben in der Zeit, um den Begriff von die Assmanns zu übernehmen, wo wir von der Kommunikative in die Kultur des Gedächtnisses kommen, dadurch, dass die Menschen, die damals gelebt haben, sowohl Opfer, aber auch Zuschauer, Täter, Mitläufer, sterben aus. Und wir haben mit einer Gesellschaft, die auch, und das ist der dritte Aspekt, immer stärker digitalisiert wird. Und wenn man diese drei Aspekte vor Augen hält, dann haben wir schon sozusagen die Konturen einer mögliche oder das Potenzial einer neue oder die Weiterentwicklung der Erinnerungskultur. Also das darf, und jetzt komme ich zu dem ersten Aspekt, es darf keine Erinnerungskultur sein, die mit der erhobenen Zeigefinger auf bestimmte Familienabstammung dann abzielt. Ich habe mich, das ist eine Diskussion, der liegt schon, ich denke, ein Jahr oder anderthalb Jahre her, wo der Vorschlag kam, aus migrantischer Perspektive, interessanterweise, die starke Bezeichnung Menschen mit Migrationshintergrund, die Mehrheitsgesellschaft als Menschen mit Nazi-Hintergrund zu bezeichnen. Postarisch, wie Pierre Leo letztens in seinem Buch geschrieben hat, ja, kann man auch so sehen. Und das ist gerade nicht sehr zukunftsträchtige Vorstellung der Erinnerungskultur, Menschen aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen Vorfahren verantwortlich zu machen. Vor allem, weil wir gerade diese Durchmischung haben. Und wir müssen eine gemeinsame Nenner finden, der genauso jemand anspricht, dass seine Vorfahren in Augsburg oder in Hamburg geboren wurde, aber auch in Mosul oder in New York geboren wurde. Das ist, also es darf nicht sozusagen auf diese Abstammung rekurrieren. Und damit kommen wir schon so näher in eine Art von globale Erinnerungskultur. Damit geht auch einher eine mit Einbeziehung von anderen geschichtliche Ungerechtigkeiten und Völkermorde,
Also die Diskussion über die deutsche Verantwortung von Kolonialverbrecher finde ich in diesem Zusammenhang sehr relevant, ohne, und das ist ganz wichtig zu betonen, ohne hier eine Nivellierung vorzunehmen. Da ist man vielleicht mal sehr schnell auf diese Schiene, die Singularität des Holocaust wird in Frage gestellt. Damit ist das nicht gemeint, sondern es ist vielmehr gemeint, eine multiperspektivische und mehrschichtige Blick auf die deutsche Geschichte vorzunehmen im Rahmen dieser Erinnerungskultur. Zweiter Aspekt, dann wir müssen dann auf die, wenn wir nicht mehr Zeitzeuge haben, und da hier sozusagen ein immer wichtiger Punkt ist zu sagen, wir werden viel, also nicht nur die Opfer, die Zeitzeugen, die offizielle Zeitzeugengespräche nicht mehr haben, sondern wir werden auch nicht mal die Täter, die mit der Familie am Küchentisch sitzen und deren Erinnerung über die Zeit auch vermitteln an die nächste Generation. Das wird auch nicht mehr passieren. Also wir haben einfach eine neue Situation, wo es nicht mehr erzählt wird, weder in Zeitzeugengesprächen in Schulen mit Opfern noch in einem Küchentisch mit den Tätern, sondern es wird dann stückweise institutionalisiert, manifestiert. Wir reden über sozusagen eine Geschichtsschreibung und da ist dann auch eine ganze Konvolut auf Filme, Bücher, Videos und so weiter, die wir weiterhin in Zukunft auch nutzen werden. Unser dritter Aspekt, das ist der Aspekt der Digitalisierung. Wir können das nicht glauben, das wäre eine falsche Vorstellung, dass Erinnerungskultur weiterhin nur in so institutionalisierte Räume in der Frankfurter Paulskirche und im Deutschen Bundestag stattfinden kann, da verstarrt etwas. Und das lebendig zu halten, müssen wir die jüngere Generation in deren Lebenswelten dann abholen, wo sie sind. Und sie sind sehr stark in sozialen Medien. Es gibt sehr viele Versuche in den letzten Jahren. Wir haben hier in der Bildungsstätte ein Konzept des digitale App, also ein Serious Game nennt das, wo auch gewisse Bezüge zur Erinnerungskultur und zum Umgang auch mit heutigen Formen der Geschichtsrevisionismus und Verschwörungstheorien entwickelt. Das läuft sehr, sehr gut. Wir sind gerade dabei, das zu evaluieren. Also wenn man diese drei Aspekte vor Augen nimmt und die bearbeitet, dann bin ich sehr, sehr optimistisch, wenn man so optimistisch in solche Sachen sein darf, dass der Erinnerung an die Shoah nicht so nur als weitere Fußnote in den Geschichtsbüchern bleibt, sondern weiterhin ein wichtiger Aspekt in der Selbstbewusstsein dieses Landes ist. Ich danke dir, Miron. Damit hast du auch, glaube ich, Sachen genannt. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt eine ganz kurze Schlussrunde, weil ich weiß, ihr habt alle Termine, ihr seid gefragt, aber wenn ich das nochmal interpretiere, was du gesagt hast, ist es im Prinzip auch wahrscheinlich dein Wunsch, genau diese Transformation durch diese genannten Tools im Prinzip in eine andere Richtung zu lenken. Denn meine Schlussrunde würde jetzt heißen, meine Schlussfrage an euch alle, und zwar nur ganz kurz: Welche Hoffnungen verknüpft ihr eben mit diesem Transformationsprozess, wenn er denn tatsächlich so vonstatten geht, dass wir andere Bilder über Jüdinnen und Juden in diesem Land bekommen? Fragezeichen. Miron, glaubst du, das ist dann möglich? Kurze Antwort und die anderen auch nochmal dazu. Das ist möglich und das liegt nicht nur in den Händen der Mehrheitsgesellschaft. Das ist meine Botschaft für heute. Es liegt auch genauso in der jüdischen Community und die Art und Weise, wie wir unsere eigene Identität selbst reflektieren und wie wir sie dann nach außen kommunizieren. Mhm, herzlichen Dank. Sharon, auch an dich die Frage: Welche Hoffnungen verknüpfen sich für dich? Ja, auch ganz kurz. Also ich würde gerne die Frage aufgreifen von Dikla Stern zu den Bildern, die da eben transportiert werden wollen, weil es geht mir ja in meinem Arbeiten eben auch Text und Bild. Also ich arbeite auch als Fotografin schon sehr, sehr lange und ich mache gerade und den Bereich Bildung
ganz kurz, also welche Bilder werden auch in der Bildung transportiert. Da ist es mir ganz wichtig, ich habe eine großartige, wie ich finde, Reihe angefangen bei der Bundeszentrale Politische Bildung, genauer im Deutschlandarchiv der BPB, und zwar auch wieder, was die Frauen betrifft. Das heißt, ich führe Interviews mit Jüdinnen unterschiedlicher Generation. Die Reihe heißt Jüdinnen nach 1945, Erinnerungen, Brüche, Perspektiven. Da mache ich auch tatsächlich Porträtfotos oder Fotos von Frauen, aber eben nicht im Studio, von einem cleanen Hintergrund und auch nicht vor einer Menorah oder so, es sei denn, sie arbeiten an irgendeiner jüdischen in einer Organisation, wo es dann halt eben tatsächlich passt, sondern auf der Straße, auf dem Fahrrad oder wie auch immer in ihren unterschiedlichen Kontexten. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir da auch tatsächlich, und wir, da bin ich auch bei Meron, Bilder selber auch transportieren, die wir nach außen geben möchten von uns, von der jüdischen Community. Und an der Stelle sind mir da natürlich auch die Frauen, die weiblichen Perspektiven, die liegen mir da besonders am Herzen. Und deswegen möchte ich da auch darauf hinweisen, dass wir jetzt hier in diesem Jahr ja eben nicht nur das Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern, sondern eben auch das Jubiläum 30 Jahre jüdische Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion. Und aus diesem Grund ist es mir dann, um da jetzt auch wieder die Frauen mit reinzubringen, auch ganz wichtig, die weiblichen Perspektiven wichtig zu machen. Es gibt am 15. eine öffentliche digitale Veranstaltung, 30 Jahre jüdische Einwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion, die weibliche Perspektive, da werden unterschiedliche Frauen miteinander diskutieren, Alina Krumova, Daya Klingenberg, Greta Zelena und Julia Bernstein, ich moderiere das, ihr seid herzlich eingeladen, dazu zu hören, weil ich glaube, das sind auch nochmal wichtige Geschichten, und das versuche ich ja eben in meiner Arbeit, diese Geschichten sichtbar zu machen von Jüdinnen oder auch von Juden, was erleben, welche Erwartungen haben wir, welche Erfahrungen haben wir, welche Perspektiven bringen wir mit und wo können wir uns selber, wo bringen wir uns selber ein, aber welche Forderungen haben wir auch an die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft. Dann gibt es jetzt ganz viel darüber zu sagen, aber eben Bilder sind total wichtig. Und ich sehe das auch, dass wir mit Bildern tatsächlich in Medien konfrontiert werden, wo meistens auch, sage ich mal, jüdische Männer dargestellt werden, wenn es um jüdisches Leben geht, mit Kippa. Es wird schwieriger, tatsächlich jüdische Frauen darzustellen, sichtbar machen zu Bildern. Aber vielleicht gibt es dazu mal nochmal ein neues Panel, würde mich sehr freuen. Das ist doch eine schöne Anregung. Danke. Anastasia, auch zu dir nochmal. Ja, an dich nochmal das Wort zum Ende hin. Welche Hoffnungen verknüpfst du mit derlei Sichtbarkeiten und Transformationen, die ja schon zu beobachten sind? Ja, auf jeden Fall auch eine Entexotisierung des jüdischen Lebens, Veränderung von Selbstverständnis, also dass es jetzt nicht mehr sozusagen dem obliegt, ob eine Person in Deutschland jemals einen Juden getroffen hat, der oder die dann wirklich alle Fragen beantworten muss, sondern dass die Gesellschaft das ja auch irgendwie sich selber insgesamt über die Verantwortung von jedem einzelnen Juden und Jüdinnen hinaus Strukturen schafft und Zugänge schafft, um die Pluralität des jüdischen Lebens wahrnehmen zu können. Auch an der Stelle mögliche Entwicklungen, die jetzt schon sich anbahnen, wenn es jetzt Schriftstellerinnen sind. Auch Sie, Frau Adler, haben jetzt eine Reihe von wunderbaren Frauen erwähnt, die Wissenschaftlerinnen sind. Und dass es nicht heißt, jüdische Schriftstellerin, jüdische Comedian, jüdischer Punkt, 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 sondern Comedian und Jude, und dass es sozusagen nicht so ein Gefühl entsteht, oh, okay, wenn du Jude bist, dann bist du auch jüdischer Schriftsteller und jetzt füllen wir eine Nische mit dir. Also ich hoffe, dass die Nischen sich da so ein bisschen umpositionieren und Menschen sich da auch ein bisschen selbstbestimmter da reinbegeben können und auch so ein anderes Selbstverständnis von dem Jüdischsein in die Öffentlichkeit tragen. Eine Beiläufigkeit vielleicht auch, ne? Ja. Among others, sozusagen, auch jüdisch. Okay. Deckel, was erhoffst du dir? Ja, es wurde schon sehr viele gute Sachen hier gesagt. Ich finde auch, dass um Bilder zu verändern, geht es darum, die Gegenwart
nach vorne zu bringen, jüdische Akteure und Aktorinnen, die jetzt in Deutschland leben, und auch die Themensetzungen, fand ich, Sharon, dass du das wirklich auf den Punkt gebracht hast, in dem es geht um Einwanderung, um die Juden, die heute in Deutschland leben, um Themen wie Feminismus, jüdische Frauen, haben wir auch jetzt ein Comics-Konzert, auch mit der Hilfe und Unterstützung von 1700 Jahre jüdisches Leben veranstaltet, wo es nur um deutsch-jüdische Frauen am Anfang des 20. Jahrhunderts geht, um Teilnahme, um nicht uns darauf zu beschränken, auf Themen, die uns gebracht werden, Antisemitismus, Erinnerung, Zionismus, Antizionismus, sondern genau, Feminismus, Verhältnis Religion und Staat, also selbst die Themen zu setzen, über sie wir eigentlich Bock haben zu reden, das finde ich sehr wichtig. Und ich finde auch, dass es schön ist, dass das Gespräch nicht mehr so bilateral wird, die deutsche Mehrheitsgesellschaft und die Juden sprechen, sondern es gibt viele verschiedene Gesprächspartner, viele Minderheiten. Es wird viel, viel spannender in der postmigrantischen Gesellschaft. Und ich freue mich auf diese wachsende Gespräche und Gesprächsbereitschaft. Ich danke euch sehr. Also am Zahn der Zeit sozusagen die Fragen ausrichten. Die Welt bleibt ja nicht stehen, auch nicht in jüdischen Kreisen. Und Deckel, du hast gerade die Fragen, die natürlich auch jüdische Communities betreffen, noch einmal schön aufgezählt. Ich weiß, Andrej Kovacs muss gleich zu einem Termin, aber lieber Andrej, vielleicht kannst du uns noch als Schlusswort sozusagen einen kleinen Ausblick geben. Dieses Festjahr, hast du denn das Gefühl, dass sich damit auch tatsächlich etwas in diese Richtungen bewegen könnte, von denen wir gerade etwas gehört haben von den Teilnehmern? Also, danke dir. Ja, wir haben so viele intelligente Menschen hier in dieser Diskussionsrunde. Ich traue mich da gar nicht wirklich viel zu sagen. Also, das wird die Geschichte am Ende zeigen, ob wir zumindest dazu beitragen konnten, dass sich etwas in diese Richtung bewegt. Also ich aus meinem kleinen Zimmer habe schon das Gefühl, dass sich etwas tut. Also zumindest von jüdischer Seite. Ich spüre, dass mehr Empathie füreinander, mehr Empowerment da ist, dass man mehr nach draußen geht, mehr in den öffentlichen Raum, dass wir auch zeigen als jüdische Community, ich sage immer wir sind ja so vielfältig, es gibt auch einige, die würden sagen, ich gehöre nicht zu dir, aber ja, also dass jüdische Menschen sozusagen zeigen, wie sie dargestellt werden wollen und ihnen auch das Recht einfordern, so dargestellt zu werden, das merke ich. Und ich merke auch, dass die viele nicht-jüdische Institutionen sich langsam die Frage stellen, ist das, was wir tun, ehrlich oder ist das so ein bisschen inszeniertes Theater, was sich jetzt in den letzten Jahren abspielt. Wir haben Max Scholek viele Kommentare gehört darüber. Ich brauche nicht über das Erinnerungstheater und so weiter, will ich gar nicht drauf eingehen. Aber ich glaube, es ist viel Menschliches in diesen Diskurs mit reingekommen. Das ist zumindest das Gefühl, was ich mitbekomme. Und das wieder ermöglicht vielleicht einen Paradigmenwechsel, über den wir gesprochen haben jetzt dieses Jahr. Oder zumindest, dass wir ein bisschen dazu beitragen. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr langer und schwieriger Prozess. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Und das ist mein Eindruck der Zukunft, wenn du mich fragst, Shelley. Vielen Dank, Andrej. Ich danke mal allen an dieser Stelle für die wirklich unglaublich interessanten Ausführungen. Ich danke auch Ihnen, liebes Publikum, die Sie in den Chat geschrieben haben. Hier gibt es wunderbare Verweise, zum Beispiel auf ein Filmprojekt, eben in dem jüdische Perspektiven mal anders gezeigt werden. Am 31.03. feiert es Premiere. Das sehen Sie wahrscheinlich selber in dem Chat. Und gibt auch einen Link dazu. Und hier schreibt auch Silvia Löhrmann, die neue Bundesregierung hat die Thematik immerhin in ihren Vertrag aufgenommen. Ich plädiere fast für einen jüdischen 1700-Jahre-Salon oder sowas. Bei so viel Schwarmintelligenz fände ich das unglaublich spannend, weiter darüber nachzudenken, an welchen Stellschrauben überall gedreht werden kann, beziehungsweise was ihr und was viele andere auch beobachten, was sich so tut. Daraus ergibt sich ja ein komplett neues Panorama, finde ich, was jüdisches Leben ausmachen kann und möglicherweise auch fortschreiben kann. Aber ich glaube, der Eindruck ist erstmal gewonnen durch eure vielen tollen Beiträge. Dafür herzlichen Dank. Meron Mendel, danke. Sharon Adler, Deckel Peretz und Anastasia
Tuchina und natürlich auch dir, Andrej Kovacs, und allen, die das heute möglich gemacht haben, von technischer und organisatorischer Seite. Vielen, vielen Dank. Nambor, danke, dass du im Hintergrund so toll alles immer für uns bereitest, und an dein Team auch ein großer Dank. Liebes Publikum, in alle Richtungen verabschiede ich mich jetzt und wünsche Ihnen einen guten Winter. Behalten Sie die Nerven, bleiben Sie gesund und hoffentlich auf bald. Tschüss und ciao.